Sage ich, moin moin, heidi ho, herzlich willkommen, quasi indirekt direkt zu Phantom Fury, einem Shooter, ja, das so ein bisschen im Retro-Style gebaut ist, könnte also durchaus ein bisschen was Hektischeres werden. Wir werden es auch wahrscheinlich nur anspielen. Ich glaube nicht, dass es großartig darüber hinaus irgendwie etwas ist, was man großartig sich anschauen kann, über eine gewisse Zeit hinaus. Selber spielen ist allerdings was ganz anderes. Ähnlich wie Bolt Gunner zum Beispiel. Ist ein saugeiler Shooter. Zum Zuschauen wird wahrscheinlich 90% aller Zuschauer halt davon irgendwie auch schlecht. Moin noch Busy und moin noch The German und moin noch Volkair. Willkömmchen. So, neue Kampagne. Es gibt einfach nochmal, wie immer schwer. Gucken, was geht. Phantom Fury. Shelly, you're awake. Apologies for the rude awakening, but there's no time. A mole has infiltrated the GDF. I don't know what they're after, but if we don't stop them, the consequences will be dire. It's a lot to take in, I know, but we're not safe here. We can't waste any time. On your feet, Harrison. Oder auch nicht. Not the worst hangover I've had. Are you okay, Shelly? Oh, hell of a way to wake up. I wish there were an easier way. Take it slow and don't hurt yourself. I bought you some time to get your bearings. Looks like the explosion caused more damage than expected. That rubble should be no match for your new arm. Give it a try. Give it a try. Let's see how much of a punch this thing packs. Zitter? Ich finde, es hat so ein bisschen was, so eine Mischung aus Half-Life und vielleicht sogar so ein bisschen irgendwie Doom oder irgendwie so. Power Punch! Gehe zum Aufzug, finde eine Waffe, finde einen Weg an den Trümmern vorbei. Okay. Sein Pet kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Zum Beispiel so ein Half-Life 2 oder so. Half-Life 1 mit diesem Community-Teil habe ich ja sogar schon drauf. Hier mit diesem Mod. Wie hieß denn das nochmal gleich? Half-Life. Was mit X oder so? Das haben wir auf jeden Fall gespielt. Das war auch echt ganz geil. Aber Half-Life 2 zum Beispiel fehlte eigentlich noch in meiner Liste. What? Ich wusste es. Ich wusste es. Interaktion. Du kannst mit der vorgehobenen Gegenstände interagieren, indem du E drückst. Oh, die sind verstärkt. Das ist wirklich ein bisschen wie bei Half-Life. Yay. Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo müssen wir denn hin? Ist das hier jetzt schon der? Ich glaube, wir müssen da oben rein. Und ich glaube, Papiertuchspender? Okay. Okay. Ja, ist klar, ist klar. Attention. Aber jetzt öffnet das sich richtig. Frage ist und bleibt tatsächlich nur ja nur trotzdem. Ich muss halt zu dem Aufzug gehen, ne? Bist du ein Aufzug? Nee, das ist kein Aufzug. Ah! Oh! Oh nee, warte mal, da bin ich ja einfach so rausgekommen, oder? Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich schon. Bin ich schon. Bin ich schon. Ja, da bin ich rausgekommen. Das heißt allerdings, wir müssen halt weiterhin uns irgendwie einen kleineren Weg suchen, um irgendwie weiterzukommen. Kannst du mit der folgenden Gegenstände interagieren, indem du E drückst. Drücke den Knopf an der Tür und sammle eine der Kisten auf. Glaube ich. Ah, ich glaube, ich soll hier rüber, oder? Kann das sein? Security und auch Walfischfurt.
Der Anfang ist wie bei Halo 1. Keycard. Wenn das mal keine Keycard ist. Okay, sammelt sogar automatisch ein. Machen wir die Maus mal ein bisschen langsamer hier für euch. Server 1, Server 2. Na, da müssen wir doch wahrscheinlich wieder irgendwas drunter stellen, um wieder nach oben zu kommen oder so. Terminals. Computer Terminals können Operationen und Informationen enthalten. Interagiere mit ihnen und lass die Leiter herunter. Ah, okay, wir müssen interagieren. Okay. Ein Hamburger. Da war ein Hamburger drin? Okay. Mit denen heilen wir uns dann am Ende des Tages wahrscheinlich, aber ja. Sehr lecker. Zugriff auf dieses Terminal ist eingeschränkt. Stelle sicher, dass du eine gültige Genehmigung hast, bevor du fortfährst. Verfügbare Pakete. Logs, Nachrichten, Operationen. Die Hitze ist lächerlich. Was? Diese Server bringen mich ständig zum Schwitzen. Warum muss ich neben ihnen sitzen? Ja, ich weiß, die Jungs wollen nicht, dass sich die Hitze in ihren kuscheligen kleinen Büros staut. Aber das hier ist erbärmlich. Wir haben nicht einmal einen Getränkeautomaten auf dieser Etage, um uns ein wenig Erfrischung zu verschaffen. Okay. Dann Operation vielleicht hier. Die Serverleiter runterlassen. Gute, oder? Muss natürlich trotzdem mal schauen, was wir hier hinten noch so für uns kriegen. Sie ist nämlich auch, finde eine Waffe. So eine Spritze? Kann ich die schmeißen? Ja, man kann sie ein bisschen schmeißen. Okay. Kommen wir so ein bisschen Richtung Fallout 4. Die Synths sind los. Hat's auch erwischt. Hey, noch mehr von diesen komischen Viechern. Wenn wir gegen die mal nicht eben gleich dann kämpfen werden müssen. Ich sage euch. 5 Gesundheit erhalten? Cool, glaube ich. Erstörend. Naja, ne? Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt irgendwie alles in allem eher doof. Great job. You've got your hands on a decent weapon. That'll come in handy when things get hairy and you need to fight your way out. Remember, it's vital you do not attack any civilians. Ich habe noch keine Waffe. Jetzt habe ich eine Waffe. Hä? Der hatte eine Pistole! Ich glaube, die habe ich mit kaputt gemacht. Kann das sein? Okay. Wir haben zumindest jetzt einen Schockstab. Das schon, aber... Ja. Also entweder ist die Pistole hier sonst wo durch die Gegend geflogen. Oder auch nicht. Aber egal. Wir haben den Schockstab. Mit dem kann man ja vielleicht ein bisschen was anfangen. Vielleicht zu essen? Nee, da kommen wir auch gar nicht mehr rüber. Da wird das ganze Büro ein bisschen natürlicher wirkt. Ja, ist doch klar. Wäre die jetzt irgendwie auch alle zerlegt? Okay, also die Professoren sind schon mal weg. Und die Wachleute zum gewissen Teil jedenfalls auch. Sieht nicht ganz danach aus, als... wenn es wirklich gut läuft für uns. Wie ist denn der hier gerade bei uns durchgeflogen?
Das war krass. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Wie schnell sind die bitte? Man, auch Quickus. Ja, das sah echt ein bisschen aus, als wären sie wie Speedhacker. Ne? Irgendwie schon. Die haben mir jetzt auch gut wehgetan, also. Ist ja nicht irgendwie auf der Krankenstation irgendwas, was uns vielleicht heilen könnte? Ja. Immerhin etwas. Viel ist es nicht. Wow, eine neue Welt. Ich will auch eine Pistole. Und zwar pronto. Also ich sag mal so. Irgendwie, ja, sieht das hier alles irgendwie eher unprickelnder aus. Vielleicht sollten wir doch schauen, dass wir hier relativ schnell rauskommen. Kann ich mich doch durchzwängen, oder? Komm, das geht doch schon. So. Lagersicherheitscode, da haben wir es. Aufgrund einer neuen Lieferung, Haskell 9Ms, da 0451. Hey, werden wir uns aber merken können, oder? 0451. Wenn nicht, müsst ihr euch das merken. Ist hier irgendwas Spannendes für uns? Nö, ich glaube nicht. Was macht der denn eigentlich mal zwischendurch meine Taschenlampe aus? 0451. So, gib ihm dann mal wieder raus. Es fehlen jetzt wirklich hier teilweise nur die Headcrabs, finde ich so. 0455. Was? Okay, ich sag. Ach, warte immer. 0451. Success! Oh, na endlich, warte mal. Ich dachte schon, ich kann den ganzen Müll, die ganze Mülltonne nehmen und schmeißen. Oh. Verwende die Pistole, um die Leiter herunterzuschießen. Wechsle zum Schockstab zurück, indem du mittlere Maustaste verwendest oder die 1 drückst. Achso, wir müssen einfach genau durchscrollen. Die Haskell 9mm. Man merkt es auch, ich versuche genau wie bei Half-Life, im Endeffekt da gegen die Treppen zu springen, gegen Leitern zu springen, um hochzukommen. Wer ist nicht? Moin, Nightjack. Das ist es? Weiter geht's ja nicht auf? Okay. Ganz komisch. Da muss man sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Oder ich muss noch ein bisschen schneller machen. Also zumindest wenn die nah an einen rankommen, sind die irgendwie ein bisschen extrem hektisch. Ist denn mit... Oh, doch, das ist es. Ich brauche Leben, Freunde. Sondern, aber gut, ich habe ja auch auf schwer gestellt, ne? Wäre ja doof, wenn es jetzt auch nicht schwer wäre, ne? Also. Zack, bam. 35 Leben haben wir schon wieder. 40 Leben. Na bitte, na bitte. Es geht aufwärts. So, jetzt müssen wir nur noch einen Weg irgendwie für uns weiterfinden. Vielleicht dadurch. Vielleicht muss ich wieder an einen der PCs. Das kann natürlich sein. Oh, guck mal, hier können wir unsere Hände waschen. Das ist natürlich nett. Ja. Guck mal, Elevator sehe ich da. Da müssen wir hin. Müssen wir nur schaffen, irgendwie die Türen zu öffnen. Vielleicht ja mit der Hilfe eines PCs. Labortüren aufschließen. Öffnen. Fahrstuhl aufschließen. Öffnen. Das ist aber ein großer Fahrstuhl.
Moin auch. Happy Sand. Moin, moin. Ein sehr großer Fahrstuhl. Vorratskisten? Okay. Oh, noch Zerlöhe. Ich rechne jetzt ja jeden Augenblick damit angegriffen zu werden. Oder? Oder nicht, oder doch? Ah, na? Schätze mal, da müssen wir gleich weiter. Ich schaue trotzdem mal kurz hin, ob wir noch irgendeine Kleinigkeit für uns finden. Vor allen Dingen so in Sachen Leben, ja. Da ist er einfach weggerannt. Und hat die... Ich glaub's nicht. The way through is locked. You'll find the key in the security room. Track it down to get through. And the more you mess with me, the harder it gets. Ja, irgendwas hat mich da gegrillt. Das geht schon ziemlich schnell. Das geht schon echt ziemlich schnell. War Bellride gestern. Nicht gut. So von Anfang bis Ende eigentlich leider gar nicht. Jetzt wissen wir, was passiert. Ja, irgendwas ist da noch wirklich an der Ecke mit dran explodiert. Muss auf jeden Fall deutlich mehr in Bewegung bleiben, so wie es aussieht. Aber wo komme ich denn dann hier hin, bitte? Ich gehe jetzt trotzdem mal rein und schaue nach. Was hat mich denn da jetzt schon wieder gehauen? Ah! Irgendwer mag auf jeden Fall eindeutig nicht, dass ich hier bin. Mega frech. Ich danke dir, das Schweizer, für dein Stufe 1 Abonnement im 28. Monat. Das finde ich nicht mega frech, das finde ich super nice. Danke dir. Worum es mir geht, ist, dass die den Header aushalten. Ja, ich muss gleich ein bisschen meine Maus dafür fast schneller machen. Ein bisschen doof ist, weil ich es eigentlich ganz gerne so langsam mag. Dann ist zum Zuschauen nämlich ein bisschen angenehmer. Ja, vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. 76 Leben. Und Schilder habe ich auch, das bedeutet, wahrscheinlich wird es gleich einfach noch härter. Manchmal explodieren die irgendwie und nehmen irgendwie alles mit sich. Der komplett zerfetzt. 85 Leben? Wie frech. Der hat auf jeden Fall gerade noch geballert, als er noch dahinter stand. Meine Güte, die machen Schaden. Ich und... 42 Leben. Okay, ach, die Drohne. 2 Leben. Die Drohnen explodieren, wenn sie am Boden sind, nachdem man sie zerstört hat. Ja, gut. Es könnte jetzt schwer werden, wenn wir nicht gleich noch ein bisschen mehr Leben wieder zurückbekommen. Hier ist eine Cola. Na bitte, mir geht's wieder gut. Ist kein gutes Zeichen. Yay! 7 Leben! Kein Leben! The buck stops with me. Excellent. That's your ticket through. Get back to the locked door to get to the exit. Ohohoho.
Ja, fein. Das heißt, sogar wirklich noch ein bisschen Leben extra bekommen. Und eine Schroti. Ehre zum Lesegerät für die Blue Schlüsselkarte zurück. Okay. Na dann. Schätze ich mal, dass wir gleich nochmal gewinnen. Man down! What a miserable attempt. Attention. Ja, seht ihr, nach einer gewissen Zeit gehen sie dann irgendwie trotzdem hoch. Wir brauchen eine Pistole, die mit einem Kopfschuss direkt instant killt. Das wäre ganz geil. Jetzt muss man erstmal wieder den Weg zurückfinden. Das ist das schon mal nicht. Die haben wir sie gerade erwischt. Hier haben wir gerade die Schroti geholt. Attention. Die ist ziemlich unpräzise. Also ich glaube, mit der müssen wir wirklich ziemlich, ziemlich nah ran, dass er dort wird. So, also doch zurück. Wer will nochmal? Entkomme aus der Einrichtung. Sieht mir aber irgendwie aus, als bekomme ich ja auch Schaden. What? Okay, ich check nicht ganz, wann ich sie doch mit einem Schuss wegmache und wann nicht, aber ist okay, ist okay, ist okay. Zwei Leben. Oh, die Runde explodiert auch gleich wieder. Hey, 6 Rüstung. Woo! Das ist ein Leben hier echt im Abgrund. Das ist schon übel. Damit machen die, was stand damit dabei? Ich glaube 50%, wenn ich es recht in Erinnerung habe. 50% mehr Schaden als auf normal. Ah, das ist nicht viel. Nein, immerhin etwas. Meine Güte. Mal noch Mark SSJ. Moin, 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 moin. Ich glaube, jetzt haben wir ihn so langsam. Da kommt, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Naja, immerhin, immerhin, immerhin. Ein bisschen Leben hat es gegeben. Und gleich noch mehr von den Dingern. Okay. Tja, ich sag mal so, ne? Ein bisschen brauche ich halt. Da kann man nur mal nichts machen. Wie viele Liter waren das jetzt? Krieg ich auch einen geilen Schutzanzug oder so? Das wäre mal irgendwie ganz cool. It only gets harder from here.
Ach, wird schwerer. Ja, geil. Das ist sehr gut. Das klingt natürlich... Schauen wir mal, wo wir hinkommen mit der ganzen Nummer. Restricted Area. Ah, wir kommen über den Müllschacht, so wie das aussieht. Du alte Klassiker. Da liegt jemand drin und das sieht so aus, als wenn da noch eine Waffe wäre. Aber... Hier kommen wir noch nicht ganz rein. Ich kann es auch nicht öffnen. Das ist halt ein bisschen schade. Hey, der scheint aber auch irgendwie ein bisschen was mit drin zu sein, das uns nicht so richtig gut tut. Aber Richtung Half-Life. Ja, ja, sag ich ja. Ne? So ein bisschen hat es mich so dann erinnert. Auf jeden Fall so einen gewissen Querschnitt von älteren Shootern. Aber Half-Life auf jeden Fall. Obwohl es von der Bewegung und Gunplay und sowas her tatsächlich eher nicht Half-Life ist, sondern ich sagen eher Richtung ein bisschen eine Doom oder so geht. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwas öffnen. Grenade out! Concentrate fire! You savor the pain. It won't last forever. Da waren rote Fässer. Wahrscheinlich hat sie auch irgendwas dazu gesagt, aber ich bin natürlich dann immer ziemlich darauf fokussiert, direkt zu kämpfen. Huh. Something tells me I'm a long way from home. Na, und das erinnert, finde ich, schon so ein Stück weit an Half-Life. Spätestens jetzt so, und das habe ich auch schon so auf ein, zwei Bilderchen gesehen. Spätestens jetzt erinnert es doch, finde ich, sehr stark. Moin, Space. Moin, moin. So, was haben wir denn hier Feines? Andererseits wieder ganz geil, wie präzise das Scheißteil ist, ne? Sagen, so alles in allem, die haben wir. Mal Xorox, das ist eine Mischung aus Hafen und Fallout. So eine Art. Fallout, Doom. Ih, da kann ich nicht durchballern. Ich glaube, die haben sich gerade durch die kaputte Drohne selbst gekillt. Schön, ja, ja, so in dem Dreh. Ist tatsächlich gerade erst rausgekommen. Wenn man rausging, ob es natürlich auch so den Charme eines Half-Lives oder so von damals hat. Ich danke dir, Reap-Vapö, für dein Prime-Abonnement über 37 Monats. Bottle-Lancen, ja. Ich würde sagen, am ehesten ist es halt echt so ein bisschen so Half-Life, Half-Life-Doom. Also Half-Life auf jeden Fall. Ich denke mal, da sind wir uns definitiv alle einig. Okay. Okay. Wasteland Grande? Ja. Ah. Top. Ausrufezeichen. Der versucht so eine Drohne umzumodeln oder wie oder was. Ah, gucke mal, da müssen wir lang. I see you made it out in one piece. Good. We've dispatched a care package. It should land nearby. Be on the lookout. Das Care Package sieht so ein bisschen nach Warhammer 40k aus. Die Space Marines sind gerade gelandet.
erschreckend geil, wie präzise die Pistole ist. Sie hätte ein bisschen mehr, ne, ein bisschen größeren Abstand hat zum Ballern, muss ich sagen. Finde ich sogar geiler als die Schroti. Was haben wir denn da immer drin? Sind das irgendwie... Ach, der typische Generator. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwie eine gewisse Art von Energiequelle. Ein Nanitenkern aufgenommen. Okay. No Entry, das klingt nach uns. Okay, wir dürfen wirklich nicht rein, so wie es aussieht. Oder wir müssen es mit irgendwas aufsprengen. Nee, sieht nicht so ganz danach aus. Ja, oder wir brauchen noch irgendwas. Vielleicht haben wir einmal C4 oder so einen Spaß. Oder vielleicht ein Brecheisen. Ne, wenn wir schon mal im Thema sind. Oder einfach weitergehen. Das kann natürlich auch sein. So geil, wie der die Helme wegfliegen. Bisschen wie bei PUBG sozusagen. Bam! Das ist ein ziemlich befriedigendes Gefühl, dir die Schädel wegzuballern. Das haben sie ganz anständig gemacht, wieder. Wirklich der erste fliegt der Helm. Dann fliegt der Kopf. Mit so einer kleinen Blutfontäne und so. Also das ist schon ganz nett. Das ist schon ganz nett. Definitiv. Das Witzige bei solchen Spielen, und das ist hierbei jetzt genau das gleiche, ist immer, wenn so ein Spiel versucht, sich so ein bisschen an eines der guten alten großen Klassiker irgendwie ranzuwagen, ist das erste Gefühl, das meistens dabei kommt, ist, ich will den alten Klassiker wieder spielen. Also jetzt habe ich gerade extrem Bock auf auf Half-Life. Volles Leben. Schon krass. Habe ich bis jetzt noch nicht allzu häufig gehabt. Komm, lad die Powerfaust. Bäh. Das Schießen ist sehr schön direkt. Also das fühlt sich auch echt gut an, hier zu schießen. So ein bisschen halt wie bei den klassischen Spielchen. Es gibt quasi... Es gibt sogar Recoil. Hier, ich halte mal nicht gegen. Es gibt sogar ein bisschen Recoil. Aber ja. Gerade Fotos davon geschickt, wie Autos abgeschleppt werden. Ich stehe eigentlich nicht im Parkverbot. So, ja, kurz überlegen, was wird das hier? Ist hier vor ein paar Tagen 100% Achievements bei Half-Life 2 geholt? Mit Brosse dafür musst du wirklich alle DLCs spielen, mit hier Lost Coast oder wie auch immer heißen. Ja, Half-Life 2 an sich habe ich, glaube ich, schon mehrfach sogar gespielt, aber die DLCs meistens dann irgendwann nicht mehr. Und halt alle immer im Coop. Unser steht schon wieder ein paar Tage und dadurch, dass hier momentan halt immer noch sehr viel gebaut wird und die ganz gerne mal auch die Schilder irgendwie ein bisschen verrücken, die dann auch mal ganz gerne eins dazukommt, weiß ich nicht. So, mal gucken, wie fern ich da vielleicht. Oh, das war das Deckengeschütz. Immer kurz mein Auto verschieben muss. Ist, wenn mein Nachladen erwischt wird. Ah! Wie
sagte, es momentan wieder auch. Es ist immer gefühlt so ein bisschen chaotisch. Und zwar heute früh einmal mal erstmal das Wasser abgestellt, ob wir gar keine Warnung bekommen haben. Oder irgendwie sowas, weil die müssen dir ja eigentlich immer vorher Bescheid sagen, wenn sowas geplant passiert, ja. Dann dachte ich schon, ui, was ist denn jetzt hier los? Hausmeister angerufen, der sagt, oh ja, da ist irgendwas, aber eigentlich nicht bei euch. Naja, dann irgendwie doch nicht. Naja. Deswegen, ich sitze hier stinken wie sonst, weil ich quasi direkt vom Training komme. Silberschloss. Das bräuchte ein Silberschwert für, oder würde irgendwie stellen die sich das vor? Ah, es gibt einen Silberschlüssel. War jetzt erstmal nur das Base Game. Ah ja, okay. Weil mit Synergie der Mod konntest du ja dann früher immer das ganze Coup spielen, ne? Das war echt schon ganz geil. Hey, wir sind frei. Ist die Frage, müssen wir darüber oder müssen wir daran? Bleib mal erstmal noch hier. Guck mal. Erreiche die GDF-Landungskapsel. Achso, ja, genau. Da war ja was. Das war echt zu hektisch. Es gibt auch die roten Kisten. Schön. Ey! Ach man, wir müssen einmal außenrum, so wie es aussieht. Erstmal frustlos werden. Hey, ich weiß, dass du vaulten kannst. Also Vaulte. Okay, da will er einfach nicht vaulten. Vielleicht hätte ich dafür eine Kiste gebraucht. Oder eins dieser Schmuckstückchen. Es gibt sogar Duck Jump. Wie geil. Okay, bleibt aber trotzdem dabei. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Ah. Out of the way. Oh. Doch so viel Power dahinter. Ah, kann ich ihn jetzt von der Seite wegballern? Schade. Es ist doch deutlich mehr Power in dieser Powerfaust, als ich gedacht habe. Klar. Doch noch was, oder? Ja. Tipp mal drauf, wir werden das mit irgendeiner Art und Weise, ich meine hier, ne, weil dann irgendwie schon oder kann ich einfach so kaputt haben? Zerstören können. Ah, deswegen. Ah, für die Leiter. Deswegen. Ja, nicht so ganz. Okay. Dann so. Aber wenn ich mal hier jetzt nicht attackiert werde, dann weiß ich auch nicht weiter. War zumindest einer.
so eine... Hat er noch schnell geschrieben. als ich ihn erwischt habe. Zehn Leben. So präzise Waffen bei Days Gone zum Beispiel, ne? Da waren die immer nicht so präzise, es sei denn, man hat sich da so ein bisschen mehr auch konzentriert oder wieso. Das wäre schon hart. Aber ich werde... eine Kegelbombe? Ich bin tot. Wahrscheinlich auch da rein, ne? Ich werde es nie vergessen. Ich glaube, es war Halo damals. Also, wenn du das erste Mal da geschossen hast. Oh, es gibt unendlich viel. Ja. Und er auch dachte, meine Güte, so eine präzise Pistole auf dem PC und du bräuchtest eigentlich keine andere Waffe mehr. Du würdest dir nur Header von der anderen Seite der ganzen Map fangen. Ich brauche Leben. Komm schon. Ah ja, bist du nochmal bekommen. Was habe ich jetzt damit gemacht eigentlich? Komme ich da jetzt irgendwie rein? Wie habe ich das Gefühl dafür, dass diese Kapsel vorhin quasi direkt neben uns gestanden hat? Laufen wir irgendwie einen ziemlich weiten Weg. Wir entfernen uns doch hier mehr als alles andere. Oder? So, das ist natürlich schon ganz cool. ABSD. Alles klar. Nach oben, nach unten. Ich schätze mal... Da oben muss ich weiter. Naja, fast. Ja, ich muss gerade auch an Full Throttle denken von vor kurzem. So. Frage ist nur, ist das Ding hoch genug? Fürchte ja fast nicht. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Das hört man gerne. Aber wir müssen uns im Zweifelsfall ja irgendwie eine Art Brücke oder so bauen. Ah, sehr viel weiter kommen wir schon gar nicht mehr. Das haben wir neulich erst gesehen, ganz genau, ganz genau. Okay, oder so. Ist aber nicht gar nicht mal so sicher, dass wir jetzt hier weiterkommen. Doch, komm mal. Okay.
mal ein bisschen Pistolenmuni eher für mich oder so. Okay, mal da müssen wir. Wir sind doch jetzt so weit außen rum, erzähl doch nicht. Wir sind doch mittlerweile schon. Weiß nicht, wie weit von diesem komischen Pott entfernt. Der nächste Mal mehr Mühe. Aber der dürfte tot sein. Ach, schade, dass er nicht durchschießen kann. Dann hätten wir die Tail dahinter noch hochjagen können. So wie der. Ja, das scheint irgendwie so ein bisschen deren Stromeinheiten zu sein. Kleine Miniaturmreaktoren oder irgendwie so. Ey! Also hat er jetzt einfach gechillt. Hat er jetzt nichts getan, ja? Wenn mir auch überhaupt gar nichts passiert. Wenn mal ganz ehrlich, da wäre gar nichts passiert. Boah! Ich dachte mir, ja gut, viel zu weit weg. Was wirft der für eine Granate? Oh, that looks painful. Tja, was ich brauche, es wäre auf jeden Fall langsam ein bisschen 9mm Muni. Ich verbrauche von der da doch ein bisschen mehr. Mit 15 Kugeln, auch mit 30 Kugeln komme ich ja nicht allzu weit. Guck mal, da ist er. Komm, gib mir eine richtig geile Waffe. Hallo! Sure is nice to have you back, lover boy. I see you found your old friend. Who's talking? Dr. Sarah Crawford. I'm here to provide you with support on your mission. Are you now? Sorry, I should have mentioned that Colonel Greywater gave me this assignment. You can trust me. You can't be too careful. Colonel didn't really tell me anything. Don't worry about that. We'll get you up to speed on your mission in no time. I'm very familiar with that new arm of yours. There's a lot it can do, but you'll need to find an upgrade terminal to unlock its full potential. They can be found on standard GDF kiosks. This is an older model. I know of one nearby, in a concealed laboratory found at the White Sands Missile Testing Facility. Someone's approaching. We'll talk when you get there. Waffenverbesserungen. Feuerstoß, Elektroschockpistole. Lichtblitz. Blitzlicht, das auf kurze Entfernungen bei Blickkontakt Verwirrung verursacht. 5 Sekunden lang Abklingzeit. Feuert ein Projektil ab, das Ziele betäubt. Könnte gar nichts geil sein. Was kriegen wir hier? Shelly kann Gegner mit einem bionischen Arm schwere Schläge verpassen. Ja, das haben wir doch schon. Da, die Abklingzeit können wir 5 Sekunden reduzieren. Das klingt gar nicht so schlecht. Nachladestoß. Das Nachladen eines leeren Magazins löst einen kleinen Flächenangriff aus. Also ich glaube, die Nachladezeit reduziere ich mir schon mal. Jetzt haben wir noch 8 weitere. Ich glaube, ich hole sogar die Elektroschockpistole. Zack, bam. White Sands, eh? That's just 3 hours down. Don't startle me like that. Someone without my trigger discipline would have blown your head off. I don't mean no harm. I'm just trying to get by. Been running this place a long, long time. Now, would you do my britches a solid and lower your piece there? Well, can never be too careful. You know how to get to White Sands? Better yet, I can take you there. My truck's just outside. That death trap? Yeah, that old beater couldn't get us out of the parking lot. Oh, it'll drive. It's just... well, it can take some fiddling to get it started. Hmm. All right. You work on getting it started, I'll keep us covered. You got yourself a deal. Ja, irgendwie ist es schon ganz witzig. War ja klar, oder?
Looks like we've got company. Keep working at that truck. I'll give our guests a warm welcome. What a miserable attempt. I can't hold him off forever. What's the holdup? Glaube ich, sollte da nicht unbedingt direkt oben schon am Anfang mit draufstehen. Das hat mir jetzt nicht allzu gut getan. Na los, dann gehen wir da rein. Ich mal, dass ich mir eine bessere Pose irgendwie für mich finde. Mmh. Oh, die Pizza hat mir Schaden gemacht. Minus 10. Okay. Damn. Looks like we've got company. Keep working at that truck. I'll give our guests a warm welcome. Da kann ich sie hier nicht rausballern. What a shame. Forever. What's the hold up? Oh, damn possum's been nibbling. Don't you have anything better to do? Das ist jetzt ein bisschen dämlich. Okay, ich brauche irgendwo definitiv mehr Deckung und zwar Grande, um da rauszukommen. Warum können wir nicht 6 Kugeln in einem 20-Schussröhre? Ich weiß auch nicht so ganz, Mino. Ah, vielleicht kriegen wir hier halbwegs Deckung? Na ja, gucke mal. Keep working at that truck. I'll give our guests a warm welcome. Ganz ehrlich? Bin mir gar nicht mal so sicher. Ja, gut. Beschützegas auch noch. Sollen wir den ja auch das noch, ja? Okay. Ich versuche jetzt mal drauf zu hopsen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Okay, wir müssen einfach so einsteigen. Was hat er denn gemacht die ganze Zeit, damit der Wagen wieder läuft? Das würde mich mal auch interessieren. This is as close as I can take you. I've seen some fellas in GDF uniforms at the bar, but I've never seen them use the front door. If I was you, I'd look for some sort of access tunnel in there. Might lead you straight to the base. Yeah, I'll be on the lookout. Stay safe. The crater? Okay. Little pit stop for a drink or two can't hurt. Okay. So, deren Bar hier oder wie oder was? Okay. Damn it. Got here too late for half price out. That
Alkoholflasche. Ich kann ihm auch keine mit F verpassen oder so. Das geht tatsächlich auch nicht. Da ist der erste schon umgefallen. Attention all units. Specimens have breached containment. They are extremely dangerous. Stay frosty and fire on sight. Okay. Ich glaube, das sind wir. Schlüssel des Managers. Naja, bitte. Ja, der hat hier auch alles für so eine kleine... Okay. Ich gehe mal nur auf Nummer sicher. Da können wir nicht raus. Erreiche das Bergwerk. Tja, vielleicht ist das halt auch eine Etage tiefer, ne? Batz, batz. Nö. Hier gibt's nichts. Okay. Scheint draußen enorme Probleme zu haben mittlerweile. Sieht eher so ein bisschen aus wie nach einem Fußballspiel oder so. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, den Schlüssel einzusetzen. Vielleicht müssen wir doch wieder erstmal wieder nach draußen oder so. Mal gucken. Ne? Na, wer hat's auch früher gespielt bei Microsoft? Oh, direkt auf die Mitte. Er kommt wieder raus, ne? Table Flip. So, okay, mal gucken. Vielleicht können wir hier vorne raus und vielleicht... Ich glaube, das sollen tatsächlich sogar irgendwie Zombies sein oder so. Na gut, wir müssen irgendwie den Weg in die... ins Bergwerk finden. Frage ist nur, wo ist die Tür jetzt dafür? Können wir ja durch irgendein Fenster raus oder so. Eine versteckte Tür gibt es hier zumindest erstmal nicht. Ich muss aber doch nochmal irgendwie nach oben. Ich habe ja diesen einen Schlüssel. Okay. Du musst auch wirklich das Schloss anschauen, sonst wird das nichts. ISD-Sprengstoffbereich. Finde Sprengstoff. Also ich glaube drin jedenfalls nicht. Das würde mich doch sehr wundern. Die 5 Sekunden weniger Nachladezeit allerdings. Ne, beim Powerschlag, das finde ich schon ganz cool. Das ist gar nicht verkehrt.
Aber wo zum Teufel kriegen wir jetzt hier Sprengzeug her? Schon so ein Halbtoter irgendwo drin? Die Schrotflinte reicht nicht aus, um die Tür aufzustehen. Ich glaube fast nicht. Nein, nein. Hallo, na bitte. Da haben wir Sprengzeug. Zack. Okay, ich hätte näher dran stehen bleiben können. Wie es aussieht. Ja, this must be the passage the old man was talking about. Let's just see where this leads. Kann ich das mitnehmen? Ich meine, die Musik klingt doch fast danach, als wenn jetzt gleich noch ein paar mehr rauskommen. Versuchen wir es doch mal, oder? Kommen sie? Oder eher nicht so? Nein? Sieht nicht so aus. Das ist schade. Das ist sehr schade. Ich dachte, wir können jetzt ein Stück mit dem Laser attackieren. Na? Jetzt doch? Ja, warte nu! Ich meine, gut, ne, wenn ich den Laser hier schießen sehen würde, würde ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt weiterrennen, aber... Aber hey! Dann halt nicht. Jetzt haben wir Glück und es gibt später nochmal den Laser. Alter. Who's next? Die haben auf jeden Fall Power, also die können die Sache schon ein bisschen weiterschmeißen. Okay. Nee. Sieht ein bisschen danach aus, als sollte ich da eher nicht hoch. Ah! Oh! Jetzt vielleicht, oder? Na bitte! Danke! Das habe ich mir gerade gewünscht. Schön. So ein Ding hätte ich gerne die ganze Zeit, bitte. So dauerhaft. Hätte ich irgendwas noch zerstört? Die eigene Energiequelle? Nee, okay. Kann man das Ding mitnehmen? Oder kann ich das komplett drehen? Nee, das kann ich auch nicht. Ich glaube, ich attackiere lieber die mit Pistölchen. Nobody move. There's blood on the floor.
Oder? Den anderen kann ich aber deutlich besser ausweichen. Da war noch ein Weg. Pfeil zeigt aber in die Richtung. Ja, dann machen wir es mal. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Das ist jetzt ja ein bisschen doof. Also entweder noch so eine Granate. Haben wir noch so eine Kugelgranate? Ja. Ah, kommt sie zurück? Oder verschwindet sie einfach? Okay. Hab ich doch den Burst vorhin aus Versehen gekauft? Kann das sein? Ja, muss ich hier vielleicht durch zwei Sachen durchfräsen oder so? Auf jeden Fall. Einen kleinen Weg haben wir noch. Mit Hebel. Das hätte jetzt eklig enden können. Die Lore kommt so schnell nicht mehr wieder. Ah! Wo kommen wir weiter? Ich glaube, ich kenne den Grund, warum es davon keine tragbaren Versionen gibt. Kommen wir, cool wär's schon. Almost broke a sweat. Es gibt auch noch härtere Boys, die sogar Stein und so. Der braucht den Laser wirklich nicht mehr. Nein! Was eine Frechheit. Der braucht den Laser wirklich nicht mehr. Nicht so. Pray for mercy. You won't. Der hat sogar ein bisschen was davon ausgehalten. So ein klitzekleines bisschen. Leben. Ich hätte ja schon ganz gerne mal wieder ein bisschen mehr Leben, muss ich sagen. Warum bin ich eigentlich in dem Bergwerk? Hang back, Shelly. There are snipers covering the area. Keep your head down and stay out of sight. Sniper? So eine Sniper hätte ich ja durchaus auch ganz gerne. Aber es sind die freundlichen Sniper. Die mit dem Laser mir die immer auch anzeigen, wo sie gerade hinzielen, damit du ausweichen kannst. Das ist ganz nett. Hey, sie wissen, dass ich komme? Irgendwie bei dem Reihen hier und bekomme seine Sniper. Ich werde schon von links beschossen. Don't waste your breath. You don't have many left. Da sieht irgendwie nicht so ganz danach aus, als wenn ich ihn da rausschießen könnte. Scheint sich aber auch nicht allzu sehr dafür zu interessieren, was ich hier mache. Hold it.
Wie, die können da durchschießen und ich nicht? Ich hab doch deren Pistolen, was soll denn das? Fucking nothing. Ein Leben. Ich glaube, da soll ich nicht rüberspringen. Okay. Jetzt habe ich zu wenig Leben gehabt. Naja, aber. Verzeihung, das reicht auch, das reicht auch, das reicht auch. Es ist schon ganz witzig. Ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall nicht ganz an den Charme ran von einem Half-Life oder irgendwas dergleichen. Es positioniert sich halt irgendwie so zwischen diesen ganzen Spielchen, die wir vorhin aufgezählt haben. Also ganz, so kommt es da definitiv nicht an. Oh.